Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Samstag. Ich fange jetzt hier gerade an, Pfannkuchen zu machen und meine Box für die Woche vorzubereiten. Die ist nämlich leer. Die Jungs stehen schon oder sitzen schon bereit. Und ja, dann frühstücken wir gleich. Meine Brötchen sind im Ofen. Yummy. Ja, lassen wir uns mal schmecken und starten in den Samstag. Hallo ihr Lieben, da melde ich mich mal. Wir haben Samstag. Ich weiß, habe ich mich schon gemeldet? Ich weiß es gar nicht. Ich bin verwirrt. Ich glaube, ich habe euch nur ganz kurz gezeigt, als ich Frühstück gemacht habe. Genau, wir haben gefrühstückt und ich muss sagen, mir geht's wirklich gut. Ich habe zwar einen relativ harten Bauch und aber ich habe keine Schmerzen. Das sind einfach so dieses normale Wehen, normale Kontraktionen, dass da mal was passiert sozusagen. Aber es ist jetzt nicht so wie die letzten 4 Tage. Also es hat sich wirklich gebessert. Ich habe jetzt auch aktuell keine Schmerzen, bis auf untere Rückenschmerzen so ein bisschen. Aber ansonsten habe ich keine Schmerzen, keine Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Richtig, richtig, richtig nice. Und ja, deswegen nach dem Frühstücken habe ich dann direkt gesagt, okay, ich muss dem Lias die Haare schneiden, weil die waren wirklich lang gewesen. Und dann habe ich jetzt auch die nächsten Wochen erstmal Ruhe. Das stand auch mit auf meiner To-Do-Liste, Lias die Haare schneiden. Genau, das habe ich dann gemacht. Und danach habe ich aber gemerkt, dadurch, dass ich ja wirklich, das dauert ja immer eine gute Zeit, also ich bin da bestimmt so eine halbe Stunde beschäftigt an seinem Kopf. Ja, circa, vielleicht ein bisschen weniger, aber so ungefähr. Da stand ich ja die ganze Zeit und dann habe ich schon gemerkt, so, oh, jetzt könntest du dich mal wieder ein bisschen hinsetzen und ausruhen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich versuche da echt eine gute Mitte zu finden sozusagen. Habe noch den Stuhl sauber gemacht und dann einmal durchgesaugt. Mein Mann ist ihn duschen gegangen. Und dann habe ich mich eigentlich die ganze Zeit saß ich jetzt oder lag auf der Couch und habe gechillt. Und mittlerweile haben wir 20 nach 12. Und ich habe jetzt gesagt, ich gehe jetzt ein paar Sachen erledigen, weil, also einmal fahre ich jetzt als allererstes zum Auto aussaugen, genau, weil ich möchte unbedingt das, die Babyschale hinten installieren, aber das Auto ist wirklich, wirklich brutal dreckig, also es ist klar, gell? Kids essen immer mal wieder, wenn wir im Auto sind und dann vor allen Dingen nach dem Kindergarten wegen Sand. Also irgendwie ist gefühlt alles voller Sand. Aber auch hier die ganze Armatur und so weiter, das ist echt so staubig. Es muss dringend, dringend, dringend sauber gemacht werden. Und wir haben bei uns zwar eine Waschanlage, aber die machen nur von außen. Oder es gibt ja viele Waschanlagen in der Nähe. Aber eine, die von innen richtig ist, sauber macht, also weil ich will es nicht selber machen, ich habe da gar keinen Nerv zu und ich möchte, dass es professionell gemacht wird, da fahre ich immer zu einer bestimmten Waschanlage und die ist so, ja, schon so 25 Minuten entfernt ungefähr. Aber ich sag's euch, es lohnt sich so, so sehr, das professionell zu machen. Das ist einfach ein großer Unterschied, ob man das selber macht oder nicht, weil mal aussaugen, das kann man noch selber machen, wobei die mit deren Maschinen das nochmal ganz anders machen. Aber die machen ja hier auch wirklich die ganzen Fenster von innen, die ganzen Armaturen, alles hier, das ganze, ja, die Türen und so weiter, das wird ja alles sauber gemacht und das lohnt sich halt, finde ich, total. Und ja, muss ich ja jetzt nicht großartig was machen. Ich sitze ja im Auto, fahre dahin, stelle das Auto da ab. Dann setze ich mich dort wieder hin. Da gibt es ganz viele Sitzplätze zum Warten. Und dann fährt das Auto über so ein Band. Und ein paar Minuten später ist es fertig. Setze mich wieder rein und fahre weg. Also ich muss wirklich gar nichts machen. Deswegen ist es auch nicht körperlich anstrengend. Deswegen, ich will das unbedingt, unbedingt machen. Oder wollte es jetzt unbedingt machen. Es steht ja auch mit auf meiner To-Do-Liste, meine lange To-Do-Liste, die ich übrigens bestimmt zu 90% abgearbeitet habe. Also richtig gut. Genau, und danach, insofern alles in Ordnung ist natürlich immer, wenn irgendwas sein sollte, fahre ich wieder nach Hause, ist ja klar. Aber wenn alles in Ordnung ist, dann würde ich nochmal auf dem Rückweg, das liegt nämlich auf dem Weg, in ein Center fahren, weil ich dort etwas bestellt habe.
Für die Geburt von meiner Schwester habe ich dort was bestellt und ich muss es abholen und es ist schon seit letzter Woche Samstag dort. Ich habe halt Angst, dass die dann sagen, okay, nicht abgeholt, wird zurückgeschickt. Und ja, das ist jetzt, wie gesagt, seit einer Woche schon dort und ich muss es halt echt jetzt langsam mal abholen, weil sonst habe ich halt echt Pech gehabt. Deswegen, ja, das wäre gut, wenn ich das irgendwie hinkriege. Ich mache das dann ganz, ganz langsam. Ich werde mir genau einen Parkplatz aussuchen, genau da. Also das ist ein Center und ich weiß von den Parkplätzen her, auf welcher Höhe die sind, bei welchen Geschäften. Und dann parke ich genau auf der Höhe, dass ich dann, wenn ich rauskomme, direkt bei dem Geschäft bin. Und genau, das würde ich sehr, sehr gerne machen. Beziehungsweise das muss ich eigentlich machen, weil sonst habe ich echt ein Problem. Am Ende wird es wirklich zurückgeschickt und das wäre sehr, sehr doof. Genau. Und dann geht es aber wieder nach Hause. Und sonst habe ich auch heute nichts geplant, nichts vor oder so. Das sind wirklich nur so zwei Sachen, wo ich sage, ich hätte jetzt eh rausgemusst, um das abzuholen. Genau. Und wenn ich schon dann on the road bin, dann kann ich auch gleich das Auto saugen gehen. Beziehungsweise ich mache es ja noch nicht mehr. Ich lasse es machen. Also von daher aus, ja. Joa. Aber das mache ich auch nur, weil es mir gut geht. Wenn es mir jetzt nicht gut gehen würde, dann hätte ich das natürlich gelassen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Jetzt ist hier auch noch Stau. Ich glaube, es geht los. Eklig. Naja. Genau. Das ist das, was ich jetzt eben gerade mache. So, bei der Waschanlage angekommen. Einmal die Außenwäsche. Ich wollte sie eigentlich gar nicht machen, aber ich mache sie jetzt trotzdem. Und dann kommt noch die Innenreinigung dran. Auto ist fresh and clean und ich bin jetzt gerade im Center angekommen und werde jetzt direkt mal die Sache abholen. Ich bin hier kurz zu Zara rein, weil ich für meine Schwester was schauen wollte, nach Schuhen und habe jetzt was für mich gefunden und ihre Schuhe gibt es nicht. Super. So, ich war jetzt chinesisch essen, habe mir hier noch ein Eis geholt. Jetzt geht's zum Auto und ab nach Hause. Oh mein Gott, ich war jetzt definitiv viel zu lange in diesem Center. Nämlich 2,5 Stunden. Dabei war ich eigentlich nur in 2 Geschäften. Naja, wenn man es genau nimmt, 3. Aber total bescheuert. Ich bin da angekommen und bin direkt in den Laden gegangen. Ich habe... Oh Gott. Ich habe bei Christ was bestellt. Und ich bin da direkt vor... also habe direkt ganz hinten geparkt, da wo auch der Christladen ist. Und bin da wirklich irgendwie eine Minute hingelaufen oder so. Ich hatte da erstmal eine Zeit lang in der Schlange gestanden, bis ich überhaupt dran kam, um dann zu erfahren, dass es dort, dass sie es nicht dorthin geliefert haben, sondern in die andere Filiale. Und die Filiale ist gefühlt auf der anderen Seite vom Center. Super. Ah ja, was willst du machen? Bin ich dann dorthin gelaufen und auf dem Weg dorthin bin ich an Zara vorbeigelaufen. Leute, ich sag's euch, ich will mal nicht übertreiben, wenn ich sage, dass ich bestimmt seit locker 1,5 Jahren bestimmt nicht mehr im Zara drin war. Weil, wenn ich dann, also, wenn ich im Zara war, dann war es, wenn ich in der Stadt gewesen bin. Und in der Stadt hat er nämlich zugemacht gehabt. Ja. Also es gibt noch einen, der ist aber irgendwie ganz, ganz, ganz am Schluss von der Stadt. Aber wir hatten in der Frankfurter Innenstadt einen riesengroßen Zara, der war auch immer voll. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Auf jeden Fall hat er zugemacht. Und seither, wirklich, und das ist jetzt bestimmt schon seit 1,5 Jahren, vielleicht sogar 2 Jahre, ich weiß es gar nicht, war ich nicht mal im Zara drin gewesen. Und eigentlich mag ich die Klamotten von Zara sehr, sehr gerne. Aber ich bin ja... eh nicht mehr so der krasse Shopping-Typ. Also wenn ich was kaufe, dann eher online. Und
Ja, aber dadurch, dass ich auch wirklich genug Klamotten habe und so relativ gesättigt bin, sage ich mal, ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen ist, ich bin wirklich wenig am Shoppen, was so Fashion angeht. Oh, mein Hals. Ja, jetzt in der Schwangerschaft habe ich immer mal wieder Sachen gekauft. Das waren dann aber eher Schwangerschaftsklamotten und naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich in den Zara reingegangen, aber tatsächlich nicht für mich, sondern für meine Schwester. Die hat nämlich vor 2-3 Tagen Schuhe gesehen. Was weiß ich, auf Instagram oder irgendwo und hat sich voll drin verliebt und wollte dann direkt, hat direkt online geschaut und online waren sie in ihrer Größe ausverkauft. Dann dachte ich mir so, ach, guckst du mal schnell rein, vielleicht gibt es die ja hier. Es gab nicht ein einziges Paar, also komplett ausverkauft. Und dann bin ich aber schon beim Reinlaufen an einer Weste vorbeigelaufen, die ich ohne mal schön finde. Also wirklich richtig, richtig schön. Ich habe jetzt auch Westen und eine Jacke und so Herbst-Wintersachen bestellt bei Shein. Das ist aber über eine Kooperation. Also da mache ich so ein 7 Tage, 7 Looks Herbstzeit sozusagen. Und oh, ich weiß nicht, ich habe gerade voll den Frosch im Hals. Ich weiß nicht, was los ist. Auf jeden Fall habe ich mir dort Westen unter anderem bestellt, weil ich Westen, solange es noch nicht so richtig, richtig, richtig kalt ist, unglaublich praktisch finde. Weil man ist nie zu dick oder zu dünn angezogen und man hat immer was drüber und die sind irgendwie stylisch. Ich liebe es, eine Weste zu tragen. Ich habe letztes Jahr auch die von Oceans Apart drauf und runter getragen. Und ich wollte letztes Jahr schon eine Weste haben, die aber lang ist, die bis zum Knie geht. Ich hatte mich damals in eine verliebt von Tommy Hilfiger und die hat irgendwie 300, 400 Euro gekostet und ich dachte mir so, ja nee, ist klar, gell? Also man muss ja nicht übertreiben. Auf jeden Fall wollte ich mir das aber dieses Jahr unbedingt, unbedingt, unbedingt gönnen. Und ich habe jetzt mir welche bei Shein, wie gesagt, bestellt, in Beige und in Karamell, aber ich wollte unbedingt noch eine in Schwarz haben und am liebsten in einem Lederschwarz. Ich komme in Zara rein, das erste, was ich sehe, sind diese Westen. Überall sind diese Long. Es gab auch kurze Westen, aber ganz viele vor allen Dingen in Lang, also wirklich bis zu den Knien sozusagen. In allen möglichen Farben, Materialien und keine Ahnung was. Also übertrieben schön. Ich hätte da echt noch 5 andere kaufen können. Und habe dann aber direkt zu Anfang beige und schwarz gesehen, also in Lederoptik. Da habe ich mir die, und dann gab es vor allen Dingen nur noch eine in schwarz. Und es war Größe M. Die sah aber sehr groß aus. Und dann habe ich die anprobiert und dachte mir so, ja, klappt eigentlich, wobei sie schon so an der Brust wäre es schon so, es wäre zugegangen, aber es wäre schon knackig gewesen, wenn ich dann mal einen dicken Pulli drunter angezogen hätte. Aber ich habe mich so in diese Weste verliebt, dass ich gesagt habe, ach scheiß drauf, wirst du ja nach der Schwangerschaft ein paar Kilos verlieren, wird schon passen, so nach dem Motto. Und wenn nicht, dann lässt du sie offen. Ich habe wirklich, ich habe die so gefeiert, dass ich gesagt habe, scheiß drauf, nimm sie in M mit. Und die hat 60 Euro gekostet. Okay, ich mich also, es gab wirklich, es sind 2 Kassen offen gewesen und die Schlange war gefühlt bis nach draußen. Und dann gab es noch so Selbstbedienungskassen, die fand ich richtig nice. Da war auch eine lange Schlange, aber ich habe mich angestellt, habe wirklich eine Zeit lang gewartet, bin dann dran gekommen, habe diese Selbstbedienungskasse gemacht und als ich das gemacht hatte, stand da auf einmal nicht mehr 60 Euro, sondern 32,95 und ich dachte mir so, yes, die war reduziert und war aber noch nicht ausgezeichnet, dass sie reduziert war. Ich habe mich übelst gefreut, richtig genial. Aber dann bin ich wollte ich gerade rausgehen und bin an diesem Stand nochmal vorbei und auf einmal hingen da 3-4 Westen, die so relativ wie frisch frisch waren sozusagen. Ich glaube, die wurden gerade erst aus dem Lager geholt, weil diese ganzen
Kordeln, die waren sogar noch mit Papier. Also ich glaube, die wurden frisch rausgeholt und ich dachte mir nur so, boah, wenn es jetzt eine L gibt, dann raste ich aus. Natürlich gab es eine L, auch eine XL und S, XS, die hatten alles wieder aufgefüllt und ich dachte mir so, scheiße, was machst du denn jetzt? Sollst du sie schnell umtauschen oder passt schon oder keine Ahnung. Dann habe ich einfach nochmal die L genommen und die anprobiert und es war wirklich so dieser Hauch, der mir bei M so ein bisschen so, wo ich gesagt hätte, ah, wenn ich einen dicken Pulli anziehe, dann wird es so zu gequetscht aussehen halt einfach. Ich krieg's zu, aber es sieht halt dann nicht mehr so nice aus. Ja, und dann, das Problem war nur, zu diesem Zeitpunkt war die Schlange noch länger. Und bei der Selbstbedienungskasse konnte man das ja nicht alleine machen, wobei die auch übertrieben lang war. Lange Rede, kurzer Sinn, ich musste mich nochmal an die richtige Kasse anstellen und da stand ich echt eine ganze Zeit lang. Also ich war wirklich bestimmt eine Stunde im Zara drin gewesen, Leute. Es hat ewig gedauert, ewig. Es hat mich so aufgeregt, aber ich bin richtig froh, denn ich habe meine Weste jetzt in L. Für statt 60 für 32 oder für 33 Euro. Super Schnäppchen und es ist genau das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Also ich bin voll happy. Und ja, dann bin ich raus und weiter zum Christ gelaufen, zu dem anderen. Und habe dann dort das Armband abgeholt. Und hatte noch gefragt, ja, wo kann man denn gravieren lassen, weil bei manchen Teilen konnte man online gravieren lassen und bei manchen Teilen nicht und bla 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 bla. Und dann hat sie gesagt, ja, bei Mr. Specs kann man gravieren lassen oder wie die heißen, irgendwie so. Und dachte ich so, hä, Mr. Specs, das ist doch ein Brillenladen, oder? Aber es gibt einen, der heißt auch so und der repariert aber alles Mögliche. Also Schuhe und da kann man auch Handys reparieren lassen und Schlüssel nachmachen lassen und unter anderem Schmuck gravieren lassen. Und das Problem war aber, der war wieder am komplett anderen Ende vom Center. Also der war genau da, praktisch neben meinem Parkhaus. Also neben da, wo ich halt eben geparkt hatte. Ich also wieder komplett auf die andere Seite gelaufen. Währenddessen immer nach einem Geldautomaten geschaut und da, wo ich kostenlos hätte abheben können, die hatten irgendwie zu, ganz komisch. Und dann habe ich es gelassen. Und dann war ich bei diesem Mr. Specs drin irgendwann mal. Also wirklich viel Lauferei. Es war nicht so nice gewesen. Ich bin aber ganz langsam und gemütlich gelaufen. Es ist halt nur Samstag in einem Center, gell, könnt ihr euch vorstellen. Es war brechend voll, richtig eklig. Auf jeden Fall, das Geniale war, ich bin da angekommen, habe gefragt, hey, wie lange dauert es denn bei euch? Und ich habe jetzt gedacht, dass man es vielleicht irgendwie in 2-3 Tagen abholen kann. Und er meint so, ja, so zwischen 10 und 15. Und ich dachte mir so, willst du mich verarschen? 2 Wochen? Sagt er so, Minuten. Und ich so, jawohl, perfekt. Ich habe mich voll gefreut. Weil dann muss ich nicht nochmal irgendwie irgendwann die nächsten Tage los und das irgendwo abholen oder so. Und ja, das Blöde war nur, dort gab es keine Kartenzahlung. Also musste ich wieder loslaufen und irgendwo einen scheiß Geldautomaten finden. Richtig, richtig, richtig nervig. Es war jetzt nicht so schlimm gewesen, weil ich wollte halt unbedingt auch dort was essen. Und ich weiß, dass da bei meinem Chinesen, wo ich immer so eine Nudelbox hole, dass die auch keine Kartenzahlung annehmen. Also ich hätte sowieso irgendwie Geld gebraucht. Deswegen habe ich schon die ganze Zeit geschaut. Und ich habe aber wirklich nichts gefunden. Und ich bin dann, habe dann einen Geldautomaten gefunden von Sparkasse und da musste ich jetzt 4,95 Euro Gebühren zahlen. Das hat mich richtig aufgeregt, aber ich dachte mir so, bevor ich jetzt noch mehr durch die Gegend laufe und irgendwie, keine Ahnung, das muss ja jetzt auch nicht sein. Dann habe ich da auf jeden Fall Geld geholt, bin wieder zurück zu diesem Laden und habe das Schmuckstück bezahlt und abgeholt und bin dann wieder losgelaufen. Das hat so, ja, so 2-3 Minuten zu meinem Asiaten und habe dann meine Box geholt und habe mich erstmal hingesetzt. Das war dann auch das erste Mal, dass ich mich mal hingesetzt hatte und habe da ganz in Ruhe meine Nudelbox gegessen. Das hat auch echt gut getan und bin dann eigentlich auf dem Weg zum Auto, habe ich da noch Eis mitgenommen und habe mich jetzt dann ins Auto gesetzt und ganz gemütlich mein Eis gegessen. Denn das Geniale in diesem Center ist, es ist einfach kostenlos. Also man kann dort kostenlos parken, egal wie lange. Das ist so krass.
das liebe ich an diesem Center. Das ist auch, glaube ich, das einzige Center, was ich kenne, was wirklich kostenlos ist. Man muss sonst überall bezahlen, egal wo man parkt, ob es ein Center ist oder in der Stadt oder keine Ahnung. Und das ist einfach kostenlos. Das ist so genial. Und ja, deswegen, dafür habe ich halt die Bankgebühren gezahlt. Was soll's. Egal, auf jeden Fall konnte ich jetzt ganz in Ruhe mein Eis essen. Jetzt bin ich losgefahren und bin in den nächsten 15 Minuten ungefähr zu Hause. Und dann mache ich nichts mehr. Wir haben jetzt nämlich 16.10 Uhr. Mein Schwager ist da, der wollte ein bisschen Zeit mit den Jungs verbringen. Ich glaube, die wollten auf den Spielplatz und so gehen. Keine Ahnung. Es ist so geniales Wetter. Wir haben zwar nur 19 Grad, aber es ist blauer Himmel und Sonnenschein. Und es ist richtig angenehm. Also es ist so mit T-Shirt vielleicht ein bisschen, wobei Mutige können auch mit T-Shirt rumlaufen. Aber so ein ganz, dieser Pulli ist schon zu dick. Es ist so eine Mischung zwischen Langarm-Shirt und T-Shirt, was man jetzt gerade tragen kann. Sehr, sehr, sehr genial. Sunshine. Joa, das war's. Das waren meine letzten Stunden. Also eigentlich nur gefühlt von A nach B gelaufen, weil ich überall ständig irgendwie verkehrt, was heißt verkehrt, aber irgendwie was dann noch holen musste. Jetzt habe ich aber endlich das Geburtsgeschenk, soll das übrigens sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Ich habe ein Armband für meine Nichte gekauft mit so einem Blättchen, wo ihr Name jetzt draufsteht. Genau. Ja, das ist so ein typisches Geburtsgeschenk oder auch zur Taufe oder so. Es gibt verschiedene Anlässe, wo man sowas ja schenken kann. Genau. Und das ist sozusagen als, ja, wie soll man sagen, ich weiß nicht, ob das, das ist bei uns in Kroatien so, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine Tradition ist, die es in anderen Ländern auch gibt oder so, keine Ahnung, aber zur Geburt oder zur Taufe kann man, schenkt man dem Kind eigentlich so ein Armband, wo der Name draufsteht, oder eine Kette mit dem Buchstaben oder irgendwas aus Gold. Ja, damit das Kind das sozusagen für immer logischerweise als Erinnerung hat, aber theoretisch, falls es irgendwann mal notwendig sein müsste, man das auch theoretisch verkaufen könnte, in schlechten Tagen, Zeiten sozusagen, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ich habe mein Armband, was ich damals zu meiner Geburt bekommen hatte oder zu meiner Taufe, ich habe keine Ahnung, wann ich es bekommen habe, aber ich habe so ein Armband und ich habe auch so eine Kette mit einem Kreuz und noch eine Kette mit einem Anhänger, also A. Und das auch alles in Gold und ich würde niemals, egal wie schlecht es mir geht, das verkaufen, weil das sind so Erinnerungsstücke und ich habe die von Lias und Samu auch, die habe ich damals auch von meiner Schwester geschenkt bekommen und ja, deswegen die kleine Malia kriegt das auf jeden Fall auch und jetzt habe ich es endlich. Ich habe noch die letzten Tage gedacht so, boah, mir ging es so schlecht und ich hatte keine Zeit, das abzuholen und gravieren zu lassen. Und ich dachte mir nur so, boah, wenn meine Schwester jetzt ihr Kind bekommt und ich habe das alles noch nicht mal hier fertig und vorbereitet, ich krieg voll die Krise. Naja, aber jetzt habe ich es endlich. Und die nächsten Tage, ich glaube, nee, nächste Woche, kommt auch noch ein riesengroßes Kuscheltier, so ein Rehkitz. Sieht so süß aus, habe ich auch personalisieren lassen mit ihrem Namen. Genau, dass wenn die aus dem Krankenhaus kommen, man halt so ja, was Kleines vorbereiten kann und so kleine Überraschungen. Hatte meine Schwester für mich auch immer gemacht, wenn ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, dann waren zu Hause immer irgendwie Luftballons und Welcome Home und nanana und keine Ahnung was. Das möchte ich auf jeden Fall auch machen. Joa, so schaut's aus. Also ich habe endlich das Armband und es ist graviert und jetzt ist alles egal, jetzt kann ich zu Hause chillen. Es hat mich die letzten Tage echt ein bisschen genervt und strapaziert. Und über meine neue Weste freue ich mich sehr, die zeige ich euch auf jeden Fall noch. So, jetzt geht es aber erstmal ab nach Hause. Falls nichts mehr großartig passiert, werde ich mich vielleicht morgen melden, weil ich heute schon sehr viel mit euch gequatscht habe. Und das Armband und auch die Weste werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Deswegen, ihr Lieben, entweder bis morgen oder we will see. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben kurz nach 9 Sonntag. Wir haben gerade gefrühstückt und uns diese ganzen Werbeprospekte da angeschaut, was es alles die Woche im Angebot gibt. Und ja,
Ich habe gut geschlafen, mir geht's gut. Ich habe so ein bisschen unterer Rückenschmerzen auf jeden Fall. Bauch ist auch ein bisschen hart, aber ich habe keine konkreten Schmerzen. Richtig nice. Ich werde jetzt einmal den Kühlschrank sauber machen, weil mir das auf den Keks geht, dass ich das ständig verschiebe. Wir werden so gegen 1.30 Uhr hier wegfahren zum Geburtstag und da werden wir den ganzen Tag sitzen und chillen. Deswegen kann ich jetzt mal ein bisschen was machen. Ich habe hier schon einiges rausgeräumt. Und ja, also der Kühlschrank hat es echt nötig. Vor allen Dingen die ganzen Schubladen und sowas und hier oben und überhaupt alles muss mal sauber gemacht werden und ausgewischt werden. Deswegen, ich starte mal. So, ich habe mich, glaube ich, gar nicht mehr gemeldet. Wir haben gefrühstückt, gechillt, alles Mögliche gemacht. Ich habe den Kühlschrank sauber gemacht mit meinem Mann zusammen. Es hat tatsächlich 1,5 Stunden gedauert. Es war so dreckig. Wir haben alles wirklich komplett, die ganzen Glasfächer, alles rausgeholt und sauber gemacht. Also jetzt ist der wieder blitzeblank. Richtig, richtig nice. Ich wollte euch kurz mal, wir sind jetzt nämlich auf dem Weg, mein OOTD zeigen. Das ist ein Zweiteiler von Shein. Die Schuhe, weiß ich gar nicht mehr, woher die waren, weil die hatte ich irgendwann mal bei Zalando Lounge günstiger ergattert. Und die Tasche, wisst ihr ja Bescheid. Und der Gürtel ist von Calvin Klein und der komplette Schmuck von meinem Punkt. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Geburtstag. Dankeschön.